Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Heute geht es nochmal um die neue Map. Ich habe Bilder der neuen Map für euch. Es geht um die Ingame-Teaser der neuen Map. Ich habe sogar von der Minimap einen kleinen Ausschnitt, der sieht ganz interessant aus. Und es geht um die vermutlich nächste Waffe im Care Package. Wird wahrscheinlich der Großteil der Apex Community wird das wahrscheinlich nicht feiern, wenn es so kommt. Aktuell gibt es aber noch keine Hinweise, ob das zu 100% so passiert. Und der neue Stories from the Outland Trailer ist kurz vor Release am Montag. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Nochmal aber in eigener Sache, wer das letzte Video nicht gesehen hat und nicht weiß, dass ich einen Early Access für Season 11 habe. Ich kann demnächst die neue Season schon antesten und kann ein paar Tage vor Release der neuen Season den ganzen Stuff, den ich aufnehme, schon veröffentlichen. Und deswegen möchte ich euch nochmal ans Herz legen, der Apex Inspector, mein Drittkanal, wo ich meistens kurze Clips hochlade, ohne Anmoderation, ohne Gelaber oder sonst irgendwas. Dort werde ich eine Menge Clips hochladen von der neuen Legende, neue Waffe und so weiter und so fort. Ich habe eine Menge Ideen. Wie gesagt, schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr euch auf dem Drittkanal speziell für Clips wünscht, bevor die neue Season überhaupt rauskommt. Deswegen, ich lege es nochmal jedem nahe, abonniert auch den Apex Inspector Kanal, damit ihr alle Clips und alles, was ich über Season 11 vorab schon präsentieren kann, dass ihr das nicht verpasst. Und so, jetzt kommen wir erstmal zur Care Package Waffe. Tatsächlich gehen die Gerüchte rum, dass die wahrscheinlich nächste Waffe die 301 im Care Package ist. Es ist nicht von Respawn bestätigt, das möchte ich nochmal betonen, aber meistens, wenn die Gerüchte einmal rumgehen, ist es auch so, dass es tatsächlich so kommt. Bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von, allerdings kann ich es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, weil die Waffe ist wirklich am leichtesten zu handeln. Ob das jetzt aber unbedingt ein Grund ist, diese Waffe da reinzuhauen, wahrscheinlich wird irgendwann jede Waffe mal dran sein. Keine Ahnung, ob das immer so viel Sinn macht. Und ich vermute, das ist wirklich nur eine Vermutung von mir, dass die Alternator im Gegenzug wieder zurückkommt. Jetzt habe ich Bilder der neuen Map für euch. Aktuell gibt es einen neuen Teaser. Ihr kennt ja die Space Kapsel auf World's Edge, nicht World's Edge, Olympus oben rechts. Dort gibt es mehrere Laptops, Monitore und so weiter. Dort können wir schon dieses Bild betrachten. Stormpoint, die neue Map, sieht sehr interessant aus. Also wenn ihr in die Space Kapsel geht, könnt ihr oben rechts, es sind drei Monitore, die so nebeneinander sind. Ich habe es leider selber nicht erspielt, weil ich die Zeit gar nicht dazu habe. Die vermutlich, oder der nächste Monitor, der wahrscheinlich, wann ist es denn soweit? Ich glaube am 18. müsste der nächste Ingame-Teaser auf so einem Monitor erscheinen. Das könnte vermutlich dieses Bild sein. Das ist auch ein offizielles Bild von Stormpoint. Und hier in der Mitte sieht man es ganz klein. Da steht ein Prowler, der sich auch bewegt. Es gibt auch bewegte Bilder. Ich habe hier aber nur dieses Standbild. Und hier haben wir einmal einen Ausschnitt von der Minimap. Oder beziehungsweise allgemein von der Map. Ich bin auf jeden Fall extremst gespannt, wie die Map aussehen soll. Und jetzt, bevor ich das vergesse, hier Stories from the Outland Trailer. Morgen, am Montag um, ich glaube, 17 oder 18 Uhr. Moment, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Nee, ich glaube, es war 17 Uhr, ist die Trailer-Premiere. Ich werde es leider nicht schaffen, sie zu streamen. Ich werde den Trailer auf jeden Fall auf meinem Drittkanal nochmal komplett zeigen. Und wenn es sich lohnt, der geht über 3 Minuten, ich glaube 3 Minuten 17, sogar vielleicht noch ein paar Sekündchen länger. Spätestens dort werden wir wahrscheinlich erfahren, wer ist denn nun die nächste Legende. Also Ash ist ganz hoch im Kurs. Es könnte auch sein, dass es Bangalores Bruder ist. Ob das jetzt aber wirklich so ist, keine Ahnung. Wenn ihr nämlich mit Bangalore die Space-Kapsel auf Olympus betretet, gibt es so ein paar Voicelines von Bangalore, die ihr mit den anderen Charakteren logischerweise nicht habt. Deswegen denke ich, spätestens morgen wissen wir, wird es Ash sein, ist es vielleicht doch Bangalores Bruder. Müssen wir mal abwarten. Und vielleicht gibt es trotzdem noch auf meinem Hauptkanal hier eine Trailer-Analyse. Falls sich das lohnt, müssen wir mal sehen. Wie gesagt, ich habe ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Ja, lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von der Idee mit der 301 im Care Package haltet. Und wie gesagt, abonniert unbedingt den Apex Inspector Kanal mit fast 700 Abonnenten jetzt mittlerweile. Die 1000, die knacken wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, würde ich mich sehr darüber freuen. Dort gibt es dann exklusiven Season 11 Content, natürlich auch auf meinem Hauptkanal, sollte man nicht vergessen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und an alle Kanalmitglieder da draußen, solltet ihr noch vor 16, 17 Uhr dieses Video heute sehen. Heute gibt es auf YouTube ein Kanalmitglieder zocken live. Mit euch freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.